Hi Leute, Desano hier. Gestern auf dem Ubisoft Forward Event in der Post-Show nach dem eigentlichen Hauptevent hat Massive für Division 2 den wohl größten Umbruch seit Division 2 gibt und seit dem Warlords of New York Add-on uns gezeigt. Und das Ganze hat es tatsächlich in sich. Es ist wirklich ein Versuch von Massive hier, ja, einfach mal was Neues zu bringen. Nach den letzten Monaten und Jahren, wo es wirklich stellenweise festgefahren war und mir quasi immer das Gleiche gemacht haben, also wirklich komplett das Gleiche, sei es von der Manhunt bis über die Mission, bis auf den Aufbau der jeweiligen Seasons, wird es jetzt deutlich interessanter. Das Ganze ist nicht für jeden, ich hoffe aber, dass es jeder ausprobiert und die schönen Dinge dahinter erkennt. Weil das hier ist die Basis, die uns ins DLC führt und wahrscheinlich auch ein guter Blick in Richtung Division 3. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt schauen wir uns den Kram zu Season 1 und den weiteren Seasons mit Seasons 2.0 und Manhunt 2.0 an. Natürlich werde ich euch den ganzen Kram wieder in die Videobeschreibung reinhauen, sodass ihr, wenn ihr das selber lesen möchtet und mich nicht ertragen könnt, dann könnt ihr das da drüber machen. Es gibt leider keine richtige deutsche Übersetzung, das heißt, ich werde das Wichtigste für euch rausfiltern. Und darüber werden wir sprechen und den Rest, wie gesagt, könnt ihr gerne selbst nachschauen, wenn euch irgendetwas ins Auge stechen sollte. Angefangen mit der Season 1, wo wir gerade, stand jetzt am 11. Juni, wo die Server runtergefahren sind, um den Patch aufzuspielen. Die erste Season heißt First Rogue und alles klar, dreht sich alles um Agent Keena. Ihr habt wahrscheinlich das Ende der letzten Fahndung gespielt. Storytechnisch richtig nice. Das hier nimmt nochmal ganz anders Fahrt auf. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Weil es immer so eine Sache ist, wenn du was Bestimmtes mit Charakteren machst. Wie gesagt, hier ein bisschen Spoiler-Territory natürlich. Beziehungsweise ist es meist immer der einfache Weg, ja, um eine Story voranzutreiben. Und deswegen bin ich froh, dass sie hier irgendwie dann doch die Kurve kriegen. Zumindest macht es den Anschein. Und schauen wir mal, was das angeht. Auf jeden Fall ist Season 1... im Jahr 6, die wird tatsächlich zum Großteil eine Überbrückungsseason. Wir hatten drüber gesprochen, bis zum DLC und bis zu den Änderungen in Seasons 2.0, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ja, bis auf One Endgame, und da sprechen wir gleich drüber, wird es wirklich eine Übergangsseason. Wir bekommen unser Apparel-Event, was ganz neu ist, das Bekleidungsevent natürlich wie in jeder Season. Wir bekommen neues Gear und bekommen halt die normale Manhunt, ne? Und die Manhunt ist halt, wie gesagt, auf Keena aufgebaut. Ihr seht hier, das erste Target ist Echo. Das ist auch heute dann schon verfügbar. Das wird ganz cool. Und ansonsten ist die Season 1 tatsächlich mit One Endgame so, ist das Alleinstellungsmerkmal. Weil, man muss sagen, das hier betrifft tatsächlich nur Leute, die kein Warlords of New York haben. Weil als Vorbereitung fürs DLC und für Seasons 2.0 wird das komplette Endgame, ne, das Endgame war schon immer auf Level 40 und das Ganze wird jetzt so gehandelt, dass man Warlords of New York nicht mehr braucht, um Level 40 zu werden. Heißt, man kann in Washington DC ganz normal spielen und kann da seinen Charakter auf 40 hochleveln und bekommt dann schlussendlich die Uhr, durch die man dann weiter passiv Skills aufbauen kann. Und halt leveln kann, ne? Aber man muss dazu sagen, alle, die Warlords of New York haben, beziehungsweise die haben den Vorteil, dass sie halt die New York Map erkunden können, dort rumlaufen können, die New York Story Missionen machen können, weil das bleibt natürlich den anderen vorbehalten, ne? Also wer das haben möchte, der wird sich Warlords of New York als Add-on noch dazu kaufen müssen. Aber ansonsten können jetzt alle Leute an allen Aktivitäten auf Level 40 teilnehmen, ne, wie Summit, im Countdown, Paradise Lost, der Incursion, etc. pp, ne. Klar, dass auch der ganze Kram hier, der ist recht unwichtig, das sind Sachen, daraus resultieren, dass du Level 40 werden kannst, ne, also die Weltränge, die auf Level 30 kamen, die brauchst du natürlich nicht mehr, wenn du einfach weiter levelst bis 40, ne, und den ganzen Kram. Also, das hier ist alles, alles so eine Sache, die darauf aufbaut, ne. Natürlich werden dann so Sachen wie, und da hatten wir gestern im Stream auch drüber gesprochen, die haben natürlich durch diese Änderungen schaufeln die sich Ressourcen frei.
Weil du brauchtest ja für komplett Level 30 Spieler, ja, du konntest ja Level 30 auch die Raid laufen und hattest eine eigene Dark Zone und hast nicht gesehen. Das fällt ja jetzt quasi weg. Ich weiß, dass einige gern hier auf Level 30 gespielt haben und waren in der Dark Zone unterwegs und so. Ich selbst hatte das auch mal vor. Das fällt natürlich jetzt weg. Und die Ressourcen, die da halt frei werden, die werden sie dann ja in die neuen Seasons, Season 2.0, in die Charaktere reinstecken und so, ne? Und das macht dann natürlich auch Sinn. So, so viel dazu. Das ist die größte Änderung in der Season 1. Ansonsten, klar, natürlich gibt es neue Commendations für The Descent, für den Abstieg und neue Waffen und Talente. Das lasse ich euch aber mal hier lesen. Ich hatte ein Video drüber gemacht über die ganzen Sachen auf dem PTS. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Da haben sie den PTS einfach am Wochenende mal gedroppt gehabt. Und da könnt ihr euch gerne die Sache angucken. Wie gesagt, Links hierfür auch nochmal in den Kommentaren. Könnt ihr dem Kram auch gucken. Hier die Acosta-Knieschoner, die keine Sau braucht. Das Breaking Point Gearset wurde tatsächlich nochmal gebufft. Das war so schon ganz gut und man konnte gut was basteln. Jetzt haben sie hier nochmal mehr rausgeholt. Finde ich sehr, sehr cool. Freue ich mich tatsächlich drauf. Ein schönes Gewehrset. Ich denke, da werden so einige Leute ihren Spaß dran haben. So, natürlich neue benannte Waffen, neue Talente. Die Diamondback, also Diamantklapperschlange, die wurde auch geändert und gebufft. Der Schaden wurde erhöht und die Magazingröße von 5 auf 8, was auf jeden Fall schon mal hilft, definitiv. Und sich mit dem Gewehr, Gearset mit dem neuen, tatsächlich richtig gut spielen lässt. Ne? So, das neue Apparel Event, natürlich, das darf auch nicht fehlen. Crossroads heißt, ja, oh, der Trenchcoat ist ganz cool. Ja, muss mal gucken. Klar, Season Pass, wie immer. Und ja, das war's zur Season 1. So, schreibt mir schon mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, über die Season 1 und den ganzen Kram. Und jetzt gehen wir rüber zu dem heiklen Teil. Und zwar alles, was darüber hinaus jetzt kommt. Ihr seht hier, Season 1 ist One Endgame. Ne? Das ist die große Änderung, das halt, wie gesagt, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass alle Level 40 werden können, ob sie das Add-on haben oder nicht. Mit der Season 2 kommen dann die überarbeiteten Seasons 2.0. Anfang 25 kommt dann das Story DLC in Brooklyn. Endlich. Season 3 bringt dann Updated Player Expression. Das haben sie tatsächlich so... Ah, ja, okay. Ja, doch. Ja, gehen wir gleich drauf ein. So, Seasons 2.0. Die Seasons wurden damals mit dem Release des Add-ons Warlords of New York im März 2020, müsst ihr euch reinziehen, wurden sie mit reingebracht und die wurden ein Schlüsselaspekt des Endgames in Division 2 und hat ein positives Feedback gebracht. Wo man aber sagen muss, dass nach 4 Jahren dieses Modell an seinem Limit angekommen ist. Um Division 2 quasi auf die Zukunft des Spiels vorzubereiten in Bezug auf das DLC und weiteres, musste das Season-Modell überarbeitet werden, geupdatet. Und Season 2.0 geben uns dann einen aufregenden Mix aus neuen Gameplay-Elementen, neuer Story und neuen Belohnungen. Und all das Ganze soll sich frisch und neu anfühlen und erlaubt einem größere Kreativität und natürlich Überraschungen. Die Kernänderung in der Season 2.0 wird sein, dass es saisonale Charaktere gibt ab der nächsten Season. Dadurch, dass sie sich bei der Season-Erfahrung exklusiv auf die neuen Charaktere stürzen, können sie natürlich was Einzigartiges kreieren, jede Season, und wo sie mehr Kontrolle über die generelle Balance und die Spielererfahrung haben. Und das war auch, das hatten wir gestern im Stream auch angesprochen, das hier hat natürlich extreme Vorteile. Jetzt überlegt mal die ganze Sache mit dem Inventar, die ist dann hinfällig, wenn ihr einen neuen Charakter hochzieht, der sich schneller hochziehen lässt. Ne, das dürft ihr nicht vergessen. Der wird sich schneller hochziehen lassen als ein normaler Charakter und wird halt, es wird jedes Mal sich anders anfühlen durch die Änderungen innerhalb der eigenen Seasons. Und dadurch, du fängst ja mit Null an. Du hast dieses Gefühl, dass ich jag dem Loot wieder hinterher in einem Looter-Shooter, was mir persönlich die letzten Jahre tatsächlich verloren gegangen ist. Und das ist halt schade in so einem geilen Game, wo es ja zum großen Teil wirklich auch um Loot geht. Ne? Dann sehe ich zusätzlich noch einen extremen Vorteil, was das PvP angeht, weil du hier, dadurch, dass jeder neu startet, kannst du auch das deutlich besser balancen und kannst die Leute dem PvP ein bisschen näher bringen, ohne dass du Leute hast, die schon
keine Ahnung, so hoch gelevelt sind, dass du quasi keinen Fuß in die Dark Zone setzt, weil du eh weißt, du wirst überrannt. Ja, also das hier hat definitiv viele Vorteile. Ich weiß, dass nicht jeder dieses Prinzip mag, aber probiert's aus. Im Endeffekt, die letzten Jahre, wir haben wirklich immer das Gleiche gemacht. Das hier ist wirklich mal was Neues, ein neuer Versuch, uns das Game und das DLC nochmal richtig schmackhaft zu machen, nochmal richtig aufleben zu lassen. Und ich bin da all in, ne? Also ich nehme alles, statt ich gar nichts bekomme und dieses Franchise links liegen lassen, ne? Deswegen, meiner Meinung nach, ich finde es absolut nice. So, jede Season soll von Level 1 ab, ne, soll eine Erfahrung von Level 1 ab bieten. Es wird eine komplett geänderte und beschleunigte Progression geben. Das ist das, was wir eben angesprochen haben, wo sich die Charaktere schneller ins Endgame ziehen lassen. Und während des Ganzen werden halt die neuen Spielmechaniken und sowas werden einem vorgestellt während dem Leveln, sodass man auf Level 40 absolut bereit ist für das, was einem dort geboten wird. Die Seasons sind dabei deutlich flexibler in ihrer Struktur aufgebaut, welches einem erlaubt, in verschiedene Wege zu gehen, um seinen Charakter zu entwickeln. Um eine Erfahrung zu bieten, die immer frisch sein wird, jede Season wird es halt neue Gameplay-Modifier geben. Da bin ich gespannt, wie sie das machen. Nicht, dass es nur hier irgendwelche Direktiven sind, die sie anmachen. Das soll schon ein bisschen irgendwie so eine spezielle Season-Mechanik sein, ne? Ähnlich wie in anderen Games, die sowas Ähnliches anbieten. Die neue Spielstile erlauben und natürlich Herausforderungen, die auf dem Ganzen aufbauen und Strategien und bestimmte Builds, auch neue Builds fordern. Und am Ende der Season, ne, wenn das Season Ende ist und man hat mit seinem Season-Charakter alles durchgespielt, dann gibt es die hart verdiente XP und die ganzen Belohnungen, die werden auf die Hauptcharaktere verteilt. Und der Season-Charakter, den man sich da erstellt, der wird zusätzlich zu dem Pool an Charakteren, die man erstellt hat, hinzugefügt. Jetzt ist es hier aber noch nicht klar. Wir hatten gestern darüber gesprochen. Man hat ja 4 Charakterplätze. Wie sieht's aus bei den Leuten, die 4 haben? Kommt dann ein 5. hinzu? Haben sie da mehr Platz eingeräumt, weil es halt ein Season-Charakter ist? Oder wird man ihn austauschen müssen? Das werden wir noch sehen dann. Ne? Aber ich meine, im Prinzip ist so, ich persönlich für mich, ich habe einen Charakter, die anderen habe ich hochgezogen um mein Know-how hochzuprügeln und so. Und das war's. Ne? Ich kenne aber auch einige, die haben mehrere Chars für bestimmte Aktivitäten und sowas, was auch ganz gut ist. Aber wie gesagt, da wird man sehen. Wir brauchen halt den Platz. Ne? Manhunts 2.0. Die Manhunts haben auch eine Transformation hinter sich im Jahr 6. Und das Ganze beruht auf wöchentlichen Scouts, die Aktivitäten für die saisonalen Charaktere anbieten. Mit den Scouts wird die Manhunt, die Story, der Progress darin, der wird jetzt wöchentlich stattfinden, anstatt monatlich. Ihr wisst ja, ne? Ein neues Ziel für die Story, das war immer alle paar Wochen nur. Und das Ganze macht das ein bisschen besser, ohne dass man halt so lange Pause hat und unterbrochen wird in der Season Progression. Aber wie immer, die Manhunt Events, die enden in einer Climax-Mission, also in einer Season-End-Mission, wo dann entsprechend, nochmal alles gegeben wird und die jetzt schon in den letzten Seasons eigentlich immer sehr, sehr cool waren, bis auf so ein paar und eine wirkliche Herausforderung geboten haben. Und das Ganze passiert mit einem Twist, mit einer Änderung. Es wird ein neuer Schwierigkeitsgrad eingefügt. Und hier ist es, allein aus dem Post hier, ist es noch nicht so ersichtlich. Ich hoffe, dass dieser auch in mehr verfügbar sein wird, in anderem Content auch noch, weil es wird einen neuen Schwierigkeitsgrad geben, die nennt sich Master. Ja, also die Meisterschwierigkeit wird verfügbar sein für auf existierenden Climax-Missionen, ne, auf den ganzen Endmissionen von den Seasons, die wir bisher hatten. Und also Quest von normal bis heroisch durch und dann gibt's Master. So, wo sich dann Master einreiht, ich hoffe, dass es so, keine Ahnung, entweder so ein Zwischending ist zwischen heroisch und legendär oder nach legendär kommt, obwohl legendär ja eigentlich nicht gut gebalanced ist für ein oder zwei Personen oder so, ne? Das ist so eine Sache und legendär gibt's ja nur mit den White Tusk, deswegen mal gespannt, wie das Master Difficulty da mit reinspielt. Aber das ist so eine Sache, die da haben viele gemeckert zu Recht, dass das Spiel auch einfach zu einfach wird, wir zu viel Damage kriegen,
hin und her. Es muss einfach wieder ein bisschen die Herausforderung kommen und eventuell ja, greift da das Master Difficulty. Das Ganze ist dann ausgelegt für ein Team von 4 Spielern. So, Player Expression, das hatten wir eben nach dem DLC, ne? Nächstes Jahr. Okay. Wir freuen uns später im Jahr eine Reihe verbesserter Spieleranpassungsfunktionen vorstellen zu können. The Division 2 bietet zahlreiche Optionen zur Individualisierung des Charakters. Um ihr Erlebnis zu verbessern, freuen wir uns, einen optimierten Anpassungsablauf einführen zu können. Dieser neue Ansatz konsolidiert alle Anpassungsfunktionen in einer einzigen benutzerfreundlichen Oberfläche. Da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Das will ich echt sehen. Wodurch die Personalisierung des Charakters an den eigenen Stil deutlich einfacher sein soll und unterhaltsamer sein wird. Darüber hinaus werden neue Möglichkeiten erforscht, den Charakter ja, in bestehenden Menüs so anzupassen und das so aufzubauen, dass man quasi wie so eine Player-Card hat, wo alle Erfolge drinstehen, man das Bild sieht, so hin und her, keine Ahnung. Ich denke mal, wie so ein öffentliches Profil eventuell. Keine Ahnung, bin gespannt, ob das so, da weiß man noch zu wenig. So, und schlussendlich, natürlich und finally, ne, Jahr 6 endet dann, beziehungsweise mündet in einem neuen Story-DLC, welches uns dahin zurückbringt, wo alles begann, in Brooklyn, New York. Und hier sollen wir uns natürlich gedulden für mehr Updates in Bezug auf das DLC. Aber ja, hier wissen wir, hier steht nicht mehr, als wir eh schon wissen. So, deswegen, so, das war's, Leute. War ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist okay. Und schreibt mir definitiv in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr da gar keinen Bock drauf auf das Season-Modell? Lasst ihr euch überraschen, nehmt ihr die Änderungen an, probiert es wenigstens aus. Weil ihr werdet die Seasons auch mit eurem Main-Charakter spielen können. Ihr werdet halt dann nur nicht die Season-spezifischen Kram machen können. Ne? Also das müsst ihr euch vor Augen halten, je nachdem, was ihr dann wollt. Ne? Wie gesagt, ich würde jedem empfehlen, der Bock auf Division hat, das einfach mal auszuprobieren. Andere Spieler haben das auch und bekommen das auch super geregelt. Ich persönlich bin ein Fan davon. Aber wie gesagt, Meinungen sind verschieden. Alles gut. Haut sie mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen, vielen Dank und bye.